Willkommen auf der Zeitgeisterbahn. Es ist lange her, dass du zum Bezahlen tief in die Tasche und hoch an die Kasse fassen musstest. Der Typ mit den Tickets hat sich seitdem nicht verändert und du weißt, er ist aus Wachs. Jede Bewegung ein Schmelzvorgang. Die Plastiksitze sind kalt, auf ihnen eine Patina aus eingetrockneten Würzen, Sitzschweiß und die Schienen führen in einen dunkelroten Vorhang. Echte Spinnweben beben im Atem der undichten Dachlatten. Aus einem Lautsprecher kommen Gespenstergeräusche, dann ein Sicherheitshinweis, dann wieder Gespenstergeräusche. Dann geht ein Ruck durch die Bahn. Das erste Dunkel erreichst du nach wenigen Metern. Früher hattest du Angst vor der Dunkelheit, heute weißt du, dass schlichtweg Licht fehlt. Die Bahn hält vor einem alten Röhrenfernseher. Es läuft RTL 2 und du erschreckst dich zu Tode. Du fürchtest den Gedanken, dass sie dich jetzt eine ganze Folge Frauentausch gucken lassen. Das können die nicht machen. Das dürfen die nicht. Du schließt deine Augen und deine Gedanken brechen durch morsche Pressspanplatten. Du atmest mehr Staub als Luft. Du warst schon mal hier. Dein iPhone vibriert. Die Fliehkraft der Zeit, die zart an deinem Körper zieht. Du betrachtest deine Handinnenflächen und entdeckst dort vier halbmondförmige Abdrücke. Und da ist dieser wohlbekannte Wunsch, einen Hipster am Nietengürtel zu packen und durch das Fenster eines Hundefriseurs zu werfen, die Bullen auslachen, die dich auf Segways verfolgen, mit Duftbäumchen an den Rückspiegeln, die nach Kachelmanns Penis riechen. Und hinter deinen Lippen sind tausend Beleidigungen, die musst du alle sagen. Aber da draußen sind mehr Flachbildschirme als Augen, mehr Feuerlöscher als Zünden, die Ideen. Und manchmal, ganz manchmal, da gelingt es dir so zu tun, als gäbe es in deiner Stadt Graffitis. Dann ist es, als gäbe es mehr Menschen als Sandwich-Designer, mehr Wohnungen als Schuhgeschäfte und Parkplätze für Einhörner. Aber es bestätigt sich wieder deine Annahme, dass die 5%-Hürde zu hoch ist für die Realität. Du schüttest dir einen eiskalten Dosen-Prosecco ins Gesicht und wachst nicht auf. Das ist nicht Matrix, das ist nicht Inception, das ist die Realität. Du bist du, aber deine Mark Zuckerberg-Actionfigur hat in deinen Personalausweis geklaut. Kein Scherz, kein Rummel, alles echt. Dein Bedürfnis nach Bedürfnissen. Gemacht und gestillt von Menschen, die dir mit dem Charisma von KZ-Aufsehern in Clownsanzügen ein Versprechen in den hungrigen Hals lügen. Sie weinen vor Lachen. Ihre Tränen schmecken süß und machen noch mehr Bock auf geil. Du stehst mit einem Bein in einer Lache aus Coca-Cola mit Fairtrade-Siegel, mit dem anderen in Konsumkritik und du weißt nicht, wovon du mehr kotzen musst. Du bleibst einfach mal stehen. Schon stößt dich jemand von hinten an, der sagt, jemanden, der nichts tut, muss er nicht anerkennen. Jetzt willst du deinen Eintritt zurück. Das ist dir alles viel zu krass. Da stand nichts von endlich sagt's mal einen. Jenen, die sich benehmen wie ein Propellerflugzeug im Vogelkäfig. Menschen, deren Händedruck Schmauchspuren hinterlässt, mit einem Hauch Schwarzpulver in ihren Worten und dem Finger aus dem Po in den Wind gestreckt, um mit selbstgebastelter Kapitänsmütze den Kurs vorzugeben. Die Entdecker von heute lesen in den Landkarten der Alkopop-Flecken auf den Biertheken der Großraumdiskos den Weg zum nächsten ist mir doch egal, im Land des Universellen gefällt mir. Du willst einfach mal wieder etwas richtig gut finden. Derweil steht zwischen den YouPorn gestählten Armen der Jugend die Botschaft einer ganzen Generation auf Ed Hardy-Shirts. Woody, Woody, Woody. In ihren Ohren die Lieder der Toten mit den Stimmen der Lebendigen. Woher soll man denn wissen, was wichtig ist? Als es die FDP noch gab, da wusste man wenigstens, was auf jeden Fall scheiße war. Der Unterschied zwischen einer Wahl und einer Entscheidung ist der Gewinn an Geschwindigkeit. Wie lange schon hältst du Klimaanlagen für Fahrtwind und den Schatten deiner selbst für ein großes Ereignis? Früher musstest du langsam bis 10 zählen, um runterzukommen. Jetzt bist du bei 500 und die Halbmonde auf deinen Handinnenflächen strahlen dunkelrot auf blasser Haut. 6000 und kein Ende in Sicht. Du brauchst eine Kippe. Das Aufflammen des Streichholzes erhält dein Gesicht für die Dauer einer Brandstiftung. Ein Arschloch sagt einen Arschlochsatz von wegen Rauchen verboten. Du gehst nach draußen. Nur zerborstene Pressspanplatten und der Nachhall von Gespenstergeräuschen erinnern an die Existenz dieser Zeitgeisterbahn. Zeitgeisterbahn. Es beginnt zu regnen. Du gehst nach Hause, ins Internet. Dort ist es schön warm und trocken. Man kennt dich dort. Du betrachtest deine Handinnenflächen.
Und thank you.